Hallöchen, willkommen zur nächsten Folge, inzwischen zur vierten von Five Nights at Freddy's. Ich habe mich breitschlagen lassen, ihr habt mit überwältigender Mehrheit abgestimmt, ihr wollt, dass ich weiterspiele. Gut, ich habe mir jetzt die Vollversion zugelegt. Wenn ihr es übrigens auch euch holen wollt, gibt's für 4,99 auf Steam. Und ich habe extra für euch den Ingame-Sound ganz besonders laut gedreht in dieser Folge, ne? Damit ihr auch was davon habt. Warum soll ich als Einziger hier einen Herzschlag kriegen? Genau. Viel Spaß. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ach ja. Unser Freund ruft wieder an. Okay. Schauen wir uns erstmal wieder. Ach ja, die ersten sind schon unterwegs. Ja, hier steht schon einer. Wunderbar. Sehr gut. Ruhe. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume. Was labert der? Ich soll mich totstellen? Ich glaube, es werden unsere mechatronischen Freunde, wird das wahrscheinlich nicht besonders beeindrucken. Yeah, never mind. Scratch that. Ach ja, hallo. Pedobär ist schon im Vorhang. Ja, gut, ciao. Wieso arbeiten wir hier eigentlich? Das ist bestimmt so ein total mies bezahlter Job und wir sind hier noch in akuter Lebensgefahr. Irgendwelche psychokranken Roboter, Stofftier, Viecher haben es uns auf uns abgesehen. Wieso machen wir das? So schlecht kann man doch gar nicht bezahlt werden. Hallo? Also dann noch lieber Hartz IV oder so. Okay. Bärchen ist noch da. Kann auch ruhig gerne da bleiben. Kurz mal Rundumblick machen. Ja, bisher scheint die Luft rein zu sein. Ach, toll, unsere Ente ist kurz vor der Ankunft auf der rechten Seite. Okay, im Pirate Cuff ist bisher noch alles in Ordnung soweit. Okay. Ah, guckt der freundlich. Obwohl, ich glaube, es ist eine Sie. Die Ente ist, glaube ich, weiblich, so wie ich mal gelesen habe. Ja, Mädels, da habt ihr es. Wir Jungs mögen Überraschungen nicht unbedingt. Vor allem nicht solche. Also hört auf mit dem Scheiß. Ah, ich sollte nicht so viel lachen. Ich glaube, das wird mir gleich vergehen. Okay, okay. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hab so das Gefühl, das ist die Ruhe vor dem Sturm hier. Okay. Ein bisschen abschrecken hier, bam bam. Okay. Ich mach ihn mal
zu zur Sicherheit und guck mal kurz hier rechts. Wo ist die Ente? Wo ist die blöde Ente? Oh, bitte nicht. 3 Uhr, noch 57, 56%. Das ist okay. Ah, Mann, Leute. Wieso? Pirate Cuff wird gefährlich. Das ist Foxy, glaube ich, heißt der Typ. Ja, der Fuchs jedenfalls. Der nimmt immer gern den Schleichweg. Oh, scheiße. Ich glaube, es wird gleich sehr ungemütlich hier. Fuck, Tür zu! Und hier auch. Foxy ist unterwegs. Ja, hättest du wohl gern, hä? Hättest du wohl gern. Let's eat! Ja, heute gibt's Ente süß-sauer. Oh. Bist du noch da? Natürlich bist du noch da. Auf Pirate Cuff umschwenken. So, da scheint mir alles okay zu sein. Ente. Ente weg. Gut. Was sind das für Geräusche? Unser Freund der Bär wieder. Hallo, bist du ja doch noch da. Oh, und du auch. Hundi. Fuck. Oh, das Spiel ist schlimm. Mir gefällt das nicht, dass die Ente noch hier so nah ist. Pirate Cuff, soweit alles in Ordnung hier. Okay. Leute! Leute! Wir schaffen das! Wir schaffen die dritte Nacht! Ohne schlimmen Sch. Bitte, 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 bitte. Schnauze, dam, 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 dam. Nix, hab ich dam, dam, dam. Okay, Foxy ist auch wieder. Er wagt sich wieder vor. Ja. 17% hier. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Dritte Nacht. Wenn wir die schaffen, haben wir das Größte. Jawohl. Boah, scheiße! Fucking Jumpscares. Soll wahrscheinlich verhindern, dass wir hier einschlafen. Nee, keine Angst, das passiert mir auch so nicht. In dem Spiel. OMG. 11%. Leute. Ja, wir schlagen uns jetzt wirklich gut. Seit der zweiten Folge sind wir nicht mehr draufgegangen, Leute. Ich werde noch zum Pro in diesem Spiel. Yeah! Yeah! Seid ihr enttäuscht jetzt, dass es keine Jumpscares gegeben hat? Tja. Ich bin halt so gut für dieses Spiel. So sieht's nämlich aus. Zumindest in dieser Folge. Es wird aber nicht leichter, das könnt ihr euch denken. Also vielleicht passiert's dann in der vierten Nacht, dass mein Herz endgültig durch die Decke kracht. Okay, wenn ihr Mut habt, dann wieder dabei zu sein, würde ich mich sehr freuen. Okay, bis dann.
Tschüss.